Arbeit. Hallo alle zusammen, mein Name ist Nico, auch genannt der Graf oder andersrum. Also nur um das mal zu sagen, das ist mein 8.30 Uhr Wecker, ja, und es ist 15.05 Uhr. Auf jeden Fall, hallo und herzlich willkommen zurück zu Freitagabend mit dem Grafen. Heute Abend, für mich ist es noch Nachmittag, sprechen wir mal über ein anderes Thema oder zumindest in einer anderen Art und Weise, denn beim letzten Mal habe ich das Ganze ein bisschen witziger gestaltet oder in meinen Verhältnissen witziger. Und heute machen wir das ein wenig persönlicher und ihr könnt mir dann sagen, was von den beiden ihr besser findet und so wird Freitagabend mit dem Grafen dann geführt. Hattest du jemals über Tattoos oder Piercings nachgedacht, ob früher oder heute? Piercings? Nein, bei Tattoos ist das was ganz anderes, da habe ich drüber nachgedacht, allerdings sind meine Arme im Moment noch ein bisschen sehr dünn. Und ich plane noch, da was dran zu tun, dass sie ein bisschen größer werden und sich dann jetzt ein Tattoo machen zu lassen, wäre ein wenig schwachsinnig. Die guten alten Abo-Treffen. Ich habe leider nie Zeit gefunden, mitzumachen oder zuzusagen. Schade, denke ich. Schon relativ schade. Die Abo-Treffen waren eigentlich immer relativ lustig, auch wenn ich meistens mal gesagt habe, die gehen so 3 Stunden und im Endeffekt haben wir sie dann 10 Stunden gemacht, so wie ungefähr meine Streams. Und Zombie Panic Sauce ist ja wirklich, es repräsentiert ja wirklich unsere Abo-Treffen. Sollten wir echt mal wieder machen. Ist schon echt geil. Schon echt geil. Ich habe auch seit Ewigkeiten kein Zombie Panic Source mehr gespielt. Das machen wir demnächst. Das schreibe ich in meinen Kalender. Ich würde jetzt so tun, als würde ich nicht wissen, wie man den benutzt, wenn er denn in der Nähe wäre. Ich weiß nicht mehr, wo der ist. So doof bin ich. Kennst du noch die alten Harry Potter Synchros von Cold Mirror? Natürlich kenne ich die. Ich weiß nur nicht, ob ich jede einzelne Folge davon gesehen habe. Also ich erinnere mich nicht zu gut an die, ich habe die nur selten gesehen. Was ich eher besser fand, ist sowas wie den Vorgänger von der YouTube-Kacke. Das wären Star Wars verarschen in dem Fall. Pizza Wars zum Beispiel war super und noch besser war Starwank. Starwank war so kitschig, so kindlich gemacht, so albern gemacht und teilweise so schlecht synchronisiert, dass es... Also teilweise so schlecht synchronisiert, aber teilweise auch wieder so gut, dass es perfekt war. Also einfach perfekt. Meine Frage ist die gleiche wie beim letzten Mal. Willst du auch die Sims 2 Let's Playen? Selbstverständlich auf deinem Gaming-Kanal, aber eine Frage habe ich dennoch. Eben im Video am Ende, sind das deine echten Haare? Muss es auch nicht beantworten, wenn es dir direkt, ist. Ach so, du dachtest, es wäre eine Perücke. Nein, es ist keine Perücke. Das sind meine echten Haare. Haarspray macht es möglich, mein Lieber. Haarspray macht es möglich. Sims 2 wollte ich auf jeden Fall Let's Playen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das alleine mache, weil die Sims brechen aus. Es sieht nicht aus, als wäre da irgendwie ein Ende in Sicht. Vor allen Dingen, viele wollen, dass ich es komplett durchspiele. Dann kann das echt noch eine ganze Zeit lang brauchen. Ich überlege, ob ich es als Zusatzprojekt mit dem Jan mache. Ich habe es geplant. Es wartet eigentlich nur darauf, dass die Sims brechen aus zu Ende ist, aber das wird wahrscheinlich passieren, deswegen ich überlege mir, ob wir da demnächst mal was von machen. Wo wir gerade bei neuen Let's Play Projekten sind, da kann ich immer anfangen zu schwafeln. Und zwar auf dem Let's Play Kanal haben wir ja gerade Evil Dead und Tropico 5. Allerdings Evil Dead treibt mich zur Weißglut, weil mein Computer und Evil Dead, die hassen sich. Und deswegen überlege ich, ob ich Tropico 5 und Evil Dead einfach erst weiter sende, wenn ich es komplett durchgespielt habe und dann so gesehen die Folgen einfach nur raushaue und kein Problem mehr habe mit dem Aufnehmen. Dann werde ich es als Zusatzprojekt machen und als Hauptprojekt überlege ich, ob ich Hearts of Iron 3 Let's Play. Das ist ein Strategiespiel, in dem man jedes Land der Welt nehmen kann und so gesehen in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg so handeln darf, wie man möchte, während alle anderen Länder vom Computer gesteuert sind und auch eigenhändig handeln. Und da überlege ich, ob ich ein Playthrough, das heißt einmal das ganze Spiel durchspiele, und zwar als Deutschland. Wenn ihr damit dabei sein wollt, dann schreibt direkt in die erste Folge mit dabei. Ihr wollt eine Division haben und schreibt euren Namen mit dabei. Wow, das war lang. Ah, mein Auge. Kannst du jetzt zeichnen? Nein, scheiße. Das war eigentlich eine etwas ernst gemeinte Frage, das mit dem Barbie Explorer. Das Game ist so schlecht, das solltest du mal let's playen. Ich werde es mir überlegen, mal gucken, vielleicht bietet sich das Spiel ja für ein Gaming-Comedy-Video an. Wir werden es sehen. Ich werde es als Ratschlag mal mit dahingestellt lassen. Ich werde es mir merken. Wenn es jemals einen zweiten Teil von Pinewheel Drive geben wird, würdest du ihn dann let's playen? Ich kenne ja den Entwickler, den Producer von Pinewheel Drive. Das heißt, ich könnte ihn fragen, ob es davon ein Remake geben wird oder einen Teil 2. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, war die Frage von Let's Play? Lass mich gerade mal kurz nachgucken. Handy!
Würdest du ihn let's playen? Ja, dann gehen wir nämlich darauf. Spielen wäre eine andere Frage, weil das Spiel lebt von seiner Atmosphäre. Aber als Let's Player kommt dieses Spiel nicht gut an. Ich weiß nicht, wie es bei euch ankommt. Ich weiß nur, dass wenn ich es Let's Player, dass ich absolut nicht auf die Umgebungsgeräusche eingehen kann und die total gruselige, also alles, was daran gruselig sein soll, das verfehle ich damit total. Deswegen, ich glaube eher nicht. Ich war ja auch bei der Produktionsphase mehr oder weniger mit dabei über Skype und habe gesagt, ja, ich finde, da fehlt so ein bisschen das und das. Ja, 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 ich mach das schon. Ja, das ist alles, was ich vorgeschlagen habe, wurde ignoriert. Auch nochmal als ernst gemeinte Frage, kannst du mal Hello Kitty Online Let's Playen? Fällt das unter dieselbe Kategorie wie Barbie the Explorer? Wahrscheinlich, denke ich mal. Also, ich schreib's mit auf die Liste. Mal gucken, was von den beiden da drankommen wird. Vielleicht sogar beide. Dann drückt ihr beiden den beiden Spielen mal die Daumen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Was ist dein Lieblingstier im Alphabet? 4? Vielleicht. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Oder soll ich dir ein Tier nennen, was im Alphabet lebt? Ich kenne noch keins. Vielleicht der Bücherwurm, der in einem Alphabetsbuch drin sein könnte. Und Biertrinker fuckt, denn er war zu spät. Wunderschön. Das war's heute mit den Kommentaren. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann gib den Ganzen doch einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Freitagabend mit dem Graf. Fuck a right in the pussy. Oh, das war der Fuck a right in the pussy Typ. Gut, dass ich die Tür zugemacht habe, du Sack.